Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort von der KBV-Vertreterversammlung in Mainz. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und vor mir sitzt Dr. Petra Reis-Berkowitz, die Vorsitzende der Vertreterversammlung. Hallo, Frau Dr. Reis-Berkowitz. Grüße, Herr Gerloff. Frau Reis-Berkowitz, die KBV-Vertreterversammlung ist mittendrin gerade. Was nehmen Sie jetzt aus dem ersten Teil der Versammlung in dieser gesundheitspolitisch bewegten Zeit, das kann man ja wirklich sagen, mit bisher? Also wir befinden uns, und das wird von VV zu VV immer präsenter, in einer Transformationsphase. Und diese Regierung, die strebt anscheinend ein völlig anderes Versorgungssystem an, als es bisher den Menschen, den Bürgern, den Versicherten, aber auch uns als Ärzte und Psychotherapeuten gewohnt sind. Und diese Transformation wird unsere Arbeitswelt komplett verändern. Das bedeutet nicht eine Verbesserung der Versorgungslage, sondern eindeutig eine Verschlechterung, eine entärztliche Versorgung. Man spricht nicht mehr von der primärärztlichen Versorgung, sondern von der primären Versorgung und klammert ganz bewusst hier die Ärzteschaft unverhohlen aus. Durch die Debatte zog sich ja tatsächlich wie ein roter Faden die Furcht vor einem Frontalangriff auf die ambulante und auf die, gerade auch auf die hausärztliche Versorgung. KBV-Chef Gassen hat davor gewarnt, die Praxis um die Ecke werde zum Relikt. Ist die Lage wirklich so ernst? Bestimmt nicht heute und nicht morgen, aber auf lange Sicht gesehen besteht die Gefahr, dass man tatsächlich die inhabergeführte Einzel- oder auch Gemeinschaftspraxis aus dem System über das Vergütungssystem, über die Stärkung von Parallelstrukturen eliminiert. Wir können, wenn wir gegen Klinikkonzerne gegenhalten müssen, weder die Personalkosten stemmen noch die Arbeitszeiten bieten, die dort wahrscheinlich durch andere Arbeitszeitmodelle möglich sind. Und damit wird die inhabergeführte Einzelpraxis auf lange Sicht gesehen vielleicht wirklich aussterben. Es gibt ja auch durchaus positive Anzeichen. Also wenn ich jetzt auf die Entbudgetierung der hausärztlichen Versorgung, die ja zumindest im Gesetzentwurf steht, oder die HZV-Bonifizierung oder auch die höheren Bagatellgrenzen bei Regressen schaue, das sind ja schon auch Dinge in Richtung, die eigentlich gedacht sind in Richtung Hausärzte oder bisher noch nicht in Richtung Fachärzte. Ist das so eindeutig, dass Lauterbach, also der Minister Lauterbach, tatsächlich in Richtung einer entärztlichten Medizin steuert? Also Entbudgetierung ist ja so ein Wort, wo man glaubt, jetzt wachsen die Bäume in den Himmel. Vielleicht muss man das auch erstmal richtig stellen. Entbudgetierung heißt noch lange nicht, dass jetzt tatsächlich hier mehr Zuwachs da ist, sodass die Hausarztpraxis attraktiv bleibt oder auch im Wettbewerb mit anderen Institutionen mithalten kann. Die Entbudgetierung, die momentan im Raum steht, heißt doch nur, dass das, was wir bisher geleistet haben, endlich auch ausbezahlt wird. In sehr vielen KV'en sind die Auszahlungshöhen deutlich unter dem, was die Ärzte aufgrund der Versorgungslage leisten müssen. Also wenn ich eine 70%, eine 80% Auszahlung habe und kriege eine Entbudgetierung auf 100%, dann heißt die Rechnung, die gestellt wird, wird jetzt endlich auch bezahlt. Das heißt nicht ein Euro mehr im System. Und ist denn die Versorgungspauschale und die Neustrukturierung der hausärztlichen Versorgung da vielleicht eine Chance oder ist da auch noch kein neues Geld in Sicht? Also die Versorgungspauschale als Jahrespauschale jetzt gesehen oder auch eine Strukturpauschale, die würde zumindest einmal eine Verlässlichkeit in der Verfügbarkeit für Versorgungsgelder für die Patienten wahrscheinlich besser abzeichnen als jetzt, wo wir Gebührenordnungspositionen haben, die zwingend mehr Kontakte voraussetzen, damit überhaupt erst diese Grundpauschale abrechenbar ist. Das ist antiquiert. So kann man in Zukunft nicht mehr arbeiten mit weniger Köpfen oder auch vor allen Dingen mit weniger Arbeitszeit der Köpfe, als das, wie wir das noch vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Und wenn wir Babyboomer mal weg sind, dann wird die Arbeitszeit nochmal neu verteilt werden müssen. Das heißt, wir werden noch mehr Köpfe brauchen, um die gleiche Arbeitsleistung abdecken zu können. Und das wird nicht gehen, indem halt jetzt die
Arzt-Patienten-Kontakte vom Patienten alleine bestimmt werden. Wenn er reinkommt, kommt er dran und nach dem zweiten Kontakt ist keine Vergütung mehr da. Es muss eine andere Struktur her. Helfen denn die Anträge, die da jetzt heute beschlossen worden sind bisher, helfen die tatsächlich weiter? Eine große Debatte hat es ja jetzt nicht gegeben. Das ist ja alles ziemlich einmütig beschlossen worden. Ist da die Geschlossenheit der KPV von Vorteil in der politischen Diskussion? Damit hat man ja bisher die Ärzteschaft durchs Auseinanderdividieren auch geschwächt. Und das ist in der vorigen Legislatur, auch in dieser Legislatur, so mit uns nicht mehr machbar. Und wir können ambulante Versorgung nicht getrennt denken. Wir müssen das zusammen. Hausärztliche, fachärztliche, psychotherapeutische Versorgung. Und deshalb ist es ein sehr geschlossenes Bild. Wie dann die Konzepte aussehen werden, das wird jetzt im Auftrag an den Vorstand noch einmal gehen. Da wird es Arbeitsgruppen geben und die werden ganz konkrete Konzepte ausarbeiten, wie in Zukunft eine gute, sehr gute ambulante Versorgung sichergestellt werden kann. Und man muss da auch auf uns hören. Das kann nicht sein, dass jetzt Parallelstrukturen Vorschläge machen in unseren ureigensten Tagesablauf, in unseren Versorgungsauftrag. Und selber sind sie nie in der Verantwortung, diese Leistung zu bringen oder dafür gerade zu stehen und uns vorzuschreiben, wie wir arbeiten sollen. Das wird so nicht funktionieren. Sie haben am Anfang der Vertreterversammlung, haben Sie ja auf deutlich darauf hingewiesen und sich zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekannt. Wie einig sehen Sie die Ärzteschaft in dieser Frage? Sehr einig. Ich verfolge jetzt dieses Thema in dieser Position seit 2017. 2018 hatten wir die Plakettenniederlegung am Herbert-Lewin-Platz. Und ich bin froh, dass dieses Thema jetzt kontinuierlich weiter betreut wurde, aufgearbeitet wurde und wir das dann im November auch vorstellen können, dass hier die KPV als Nachfolgeorganisation ihre Verantwortung wahrgenommen hat mit all den Daten, die wir in den Archiven gefunden haben. Was ist passiert im Nationalsozialismus und wie ist es dazu gekommen? Wie konnte man so eine Gleichschaltung von Institutionen, aber auch in den Köpfen der Menschen erreichen? Und das besorgt mich sehr, dass das auf keinen Fall wieder passieren darf. Deshalb ist es für mich ein persönlicher Auftrag sogar, dass wir das jetzt abschließend vorstellen und dann auf die Wanderschaft gehen und das in jedem KV-Bezirk vorstellen. Letzte Frage nochmal zur RZQ, zum Ärztlichen Zentrum für Qualität. Da wurde ja heute auch dazu gesprochen in der Vertreterversammlung, als dieser Beschluss bekannt wurde, dass die eingestellt werden soll, die Zentralstelle, hat das ja viel Staub aufgewirbelt. Frau Steiner hat jetzt gesagt, die Entscheidung sei notwendig gewesen. Sie hat aber eigentlich nicht mal so richtig gesagt, warum eigentlich. Also was ist der Grund für die Schließung des RZQ und was wird dann, das war ja dann auch Gegenstand eines Antrags eben, was wird aus den Versorgungsleitlinien? Also RZQ-Schließung, da gibt es sehr viele Varianten, wie das zustande gekommen ist oder wie man sich hier die beiden Institutionen KBV und auch die Bundesärztekammer in Präsidial- und Vorstandsbeschlüssen zu dem Ergebnis kam, so geht's nicht weiter. Da war ich nicht dabei. Deshalb kann ich leider dazu über die Gründe nicht viel sagen. Auch nur spekulieren, was man halt so aus 3-4 verschiedenen Richtungen hört. Generell aber sind die nationalen Versorgungsleitlinien für alle von uns, also ob hausärztlich oder auch fachärztlich, schon wichtig. Und die müssen unter ärztlicher Ägide erstellt werden. Und da gehören natürlich viele Berufsverbände mit dazu, viele und vor allen Dingen unabhängige Institutionen und nationale Versorgungsleitlinien politisch anzugliedern und das einem Ministerium zu überlassen oder einem regierungssehr nahen Institut. Da frage ich mich dann, sind das dann noch neutrale, versorgungsbedarfsorientierte Entscheidungen und Vorgaben? Oder geht es jetzt doch tatsächlich dann um Machbarkeit und dann wird eine Versorgungsleitlinie halt so ausfallen, wie es momentan machbar erscheint. Und da war nicht davor, das darf nicht passieren. Das muss eine unabhängige, neutrale Institution sein und die muss mit ärztlichem Sachverstand geleitet werden. Das haben Sie ja eben auch dann beschlossen tatsächlich. Frau Dr. Reiß-Berkowitz, vielen Dank für das Gespräch. Und die Reformdebatte, die geht natürlich weiter. Wir bleiben am Ball, Sie bestimmt auch. Alles Gute für Sie. Dankeschön, alles Gute auch für Sie und kommen Sie gleich zu den nächsten Tagesordnungspunkten dazu.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.